Also, Wendelow, wie geht es Ihnen? Seien Sie noch frei heraus. Mal sehen, was daheim ist. Aber es liegt am Wetter. Ganz bestimmt liegt es am Wetter. Dabei kann sich kein Mensch wohlfühlen. Haben Sie denn eine gute Reise gehabt? Das dachte ich mir. Weil es einen Brief dabei von allen Seiten. Hier ist doch alles durcheinander geraten. Die Züge fuhren gar nicht mehr, weil die Schaffner streiken. Und die Busse hatten auch Stunden von Verspätung. War es im Hotel denn wenigstens angenehm? Ich sag's ja. Der bezahlt mir das ganze viele Geld. Und dann wird einem nichts dafür geboten. Aber die Festspiele, die waren doch sicher ein Erlebnis. Natürlich viele Reklame und nichts dahinter. Hier wird dauernd überall. Man kann gar nichts mehr glauben, was in den Zeitungen schreiben auf den Karte drücken. Alles ist Schwindel. Und im Fernsehen, was hat man da geboten? Ich auch nicht. Fernsehen ist Leben aus zweiter Hand, sag ich immer. Darauf sollte man besser verzichten. Und wie war es denn mit Sport? Konnte man schwimmen, kegeln, Tennis spielen? Das verstehe ich vollkommen, Herr Wendelow. Vollkommen verstehe ich das. In unserem Alter bewegt man sich nicht mehr so gerne. Dann nimmt man lieber ein gutes Buch in die Hand, nicht wahr? Allerdings den Augen schadet es ja. Und in manchen Büchern sind die Buchstaben ja so klein, dass man sie ohne Lupe gar nicht lesen kann. Wissen Sie was? Sie kommen zu mir, wir spielen einfach die Schach zusammen und trinken einen guten Wein dazu. Sie stehen mehr auf Mensch, ärgere nicht um Mineralwasser. Das ist mir auch recht. Ich habe alles im Hause. Kommen Sie, mein Haus ist dort, das dritte auf der rechten Seite. Ach, ich habe keine Lust mehr, mir noch eine Ehebubble anzuhören. Meinen Sie, ich hätte auch nicht etwas zu sagen? Aber lieber Wendelow, ich verstehe Sie nicht. Sie haben mir doch alles erzählt von Ihrer Reise. Den schlechten Hotels, die miesen Fernsehprogramme, den ganzen Schwindel unterwegs. Und ich habe Ihnen geduldig zugehört. Ich habe doch gar nichts erzählt. Sie haben doch die ganze Zeit geredet und mich nicht an meinen Satz ausgesprochen lassen. Leben Sie wohl und gehen Sie anderen Leute auf die Nerven. Ich habe die Nase voll von Ihnen. Das verstehe. Wer will? Da trifft man nach Wochen des Alleinseins endlich mal jemanden, mit dem man einen kleinen Schwatz machen kann. Hört sich in Ruhe an, wie er sein Herz ausschüttet und dann läuft er einfach so davon. Habe ich denn wirklich mehr geredet als er?